bevor es zu dieser Stunde in diesem alten Gotteshaus gekommen ist, war da auch die Geschichte ihrer gemeinsamen Liebe. Kennengelernt haben sie beide sich auf einem Weinfest in Würzburg. In ihrem Leben einmal den Tafelberg sehen möchte, habe ich mir gedacht, es wäre ein sehr guter Zeitpunkt, dort ihren Antrag zu machen. Und das war es dann auch. Das war der Knaller. Wir wollten hochfahren. Der führte so eine Gondel hochwärts. Und an dem Tag war es total windig, wir konnten nicht hoch. Und da war er schon total, hab schon gemerkt, irgendwas ist, ne? When I have to go and leave you all alone. Know that when I'm gone, I'm only waiting, waiting. Und dann sind wir dann tatsächlich so ein Stück hochgelaufen. Also ich weiß nicht, erst das Drittel haben wir geschafft. Er sagt zweimal, ja, wir sind bestimmt bis zur Hälfte hoch. Glaube ich nicht, aber so ungefähr. Ja, wir müssten selbst fast die Hälfte der Strecke laufen. Es war eine wunderschöne Situation, weil wir allein dort waren, es war niemand sonst da. Und ich dann irgendwann das Herz gefasst habe und habe in den Rucksack gegriffen und gesagt, so, jetzt einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht mehr. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Stadt. Wunderschön. Okay, dass ich hier mache einen Antrag. Oh. Ich musste jetzt hier und jetzt fragen und dann kamen schon die ersten Tränen auf uns beiden. Das war einfach wunderschön. Thomas, ich will dich als meinen Ehemann, den Gott mir anvertraut. In guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Dürfen Sie einander küssen.